So, herzlich willkommen. Ihr seid wieder bei mir, Maria Protzek-Filetwig. Und bei mir ist heute eine besondere Dame. Stell dich doch mal vor, wer du bist und was du machst. Ja, hallo Maria. Ich freue mich sehr, jetzt heute hier mit dir zu sprechen. Ich bin Alexandra Spengler. Und ja, was ich alles mache. Ich denke, das jetzt alles zu beschreiben, das würde wahrscheinlich den Rahmen deiner Zeit sprengen. Aber ich bin so vieles, aber ich möchte jetzt hier erstmal über meine Arbeit sprechen. Ich begleite Menschen ins Bewusstsein und meine Werkzeuge sind hauptsächlich Klang und Kristalle. Und ich habe hier, oder ich und mein Mann und meine Familie, wir haben hier einen sehr schönen Ort kreiert, wo man sich sehr gut aufhalten kann. Und ich freue mich dann immer, viele Menschen hier einzuladen und natürlich auch mit diesen Menschen zu arbeiten und sie in ihrem Bewusstsein auf ihrem Weg zu begleiten. Ja, ich biete Einzelbehandlungen an, Coachings an. Ich biete manchmal verschiedene Seminare zu verschiedenen Themen an. Ich bilde Kristallmeister aus. Und wir haben hier genügend Gästezimmer, um immer wieder Auszeiten anzubieten für die Stadt, Menschen, die mal raus müssen in die Natur und aufs Land. Das sind so mal so diese groben Stationen auf in meiner Arbeit, die ich so anbiete. Genau. Was ist denn deine Vision dabei? Wieso machst du das Ganze? Das ist jetzt eine schöne Frage. Meine Vision. Also meine Vision, als ich damals, also 2007, als Kristallmeister meinen Weg anfing, ja, hatte ich die Vision, dass ich einen Ort kreiere, an dem alle Menschen willkommen sind. Jeder so, wie er ist, ohne Voraussetzungen, einfach diesen Raum zur Verfügung stellen. Ja? Diesen Raum, wo Mensch Mensch sein darf. Das war damals meine Vision und es ist mir, glaube ich, bis jetzt ganz gut geglückt, ja, diesen Raum hier zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, das ist die Vision hinter meinem Wirken. Ich kenne ja dein Haus und dein wunderbarer Ort, was du geschaffen hast, ist wirklich superhaft auch wirklich für alle Art Menschen, die dann kommen und die auch in deine Behandlung gehen oder auch nur noch Gespräche mit dir sind so heilend. Wir werden nachher auch deine Daten noch unten drunter packen. Du hast Kristallmeister angesprochen. Was musste ich mir darunter vorstellen? Was ist denn das? Ja, also das Arbeiten als Kristallmeister ist eigentlich so dieser eigene Weg, der Weg zu sich selbst, in die eigene Klarheit, ja, in die Selbstermächtigung. Und wenn ich diesen Weg beschreibe in die eigene Klarheit, bedeutet das immer, diese ganze Glaubenssätze und Konstrukte, wo wir Menschen von zu Hause mitbekommen, also von den Eltern, und uns aber auch selber zulegen über die Jahrzehnte und uns oft sehr blockieren, uns im Weg stehen, einfach diese Barrieren zu durchbrechen, ja, damit wir wieder frei werden im Denken und im Handeln und in diese Klarheit kommen. Also der Kristallweg und der Kristallmeister ist immer ein Weg in die Klarheit. Gibst du da noch Werkzeuge wie Kristalle jetzt an die Hand oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also ich sage immer, der Kristall ist quasi wie ein Navi, ja, wie so ein Navigationssystem, wo uns zeigt, in welcher Ebene wir schauen dürfen, ja, wo befindet sich eigentlich die Barriere oder wo befindet sich diese Energie, wo einfach nicht im Fließen ist, ja. Und der Kristall mit seiner Klarheit navigiert uns. Der navigiert an diese Stellen, wo quasi die Blockade liegt. Und der Klang ist quasi das Fahrzeug, ja. Der Klang trägt uns. Der Klang bringt uns erstmal aus dem Kopf raus
Und somit, wenn wir mal rauskommen aus dem Kopf und in Verbindung mit unserer Seele, mit unserer Emotion, unseren Gefühlen kommen, das macht der Klang. Das ist wie so ein kleines Fahrzeug, wo wir aufspringen und es uns einfach transportiert. Sehr schön. Kannst du mir dann noch mal was zu deinem Auszeitangeboten sagen? Du hast gesagt, die Leute können auch bei dir, die Stadtmenschen oder auch die Landmenschen, wer auch möchte, bei dir Auszeit buchen. Wie ist das dann? Kann ich dann 1-2 Tage buchen oder kann ich mal länger bleiben? Ist da ja Mitbegleitung verbunden oder auch ohne, dass ich sage, ich will nur Urlaub machen oder so? Wie muss ich mir das vorstellen bei dir? Also wir haben hier ein Gästezimmer, das ist komplett autark. Das hat ein eigenes Bad, eigene Küche, eigene Toilette. Ist ja direkt im Garten angebunden. Also das ist auch gut so nutzbar, wenn man so jetzt mal ganz für sich sein will und so nicht so viel von uns als Familie mitbekommen möchte. Und dann haben wir hier bei uns im Wohnbereich gibt es dann auch noch weitere 2 Gästezimmer. Und ich denke, die Auszeit, die lässt sich so kreieren, wie jeder das gerne möchte. Mit diesem Familienanschluss oder wirklich eine Auszeit in Form von Stille. Ich möchte eigentlich für mich sein. Und natürlich sind alle meine Angebote, Massagen, Coaching, was ich auch immer anbieten kann, kann man dazu buchen, wenn man das möchte. Und die Dauer ist natürlich individuell. Also du kannst hier einen Tag und eine Nacht verbringen, du kannst auch gerne 2, 3, 4 Wochen da bleiben oder länger. Genau. Ganz individuell. Ja, da war, wo es gedauert hat. Eine Frau wurde mal gesagt, sie war länger. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass länger bei dir war. Ich habe jetzt dich ganz schlecht verstanden. Der Anfang war gar nicht da von deiner Frage. Also ich musst du noch mal wiederholen, bitte. Also ich weiß, dass bei dir auch längere Aufenthalte schon da waren. Also jemand schon über längere, also über mehrere Monate da war. Und das auch mit deiner Begleitung verbunden hat. Genau. Also es ist schon so. Ich habe jetzt immer wieder Menschen auch hier aufgenommen, wo in Lebenskrisen stecken und habe dann schon über einen längeren Zeitraum denjenigen dann begleitet und versucht, meine Sicht oder meine Hilfe anzubieten. Das ist natürlich auch so ein Teil von meiner Aufgabe, ja. Wie kann ich dich am schnellsten kontaktieren? Über welches Medium? Also über Facebook, über E-Mail? Was ist der schnellste Weg? Also ich bin am besten bin ich erreichbar über Facebook, weil da bin ich sehr aktiv. Ich mache meine ganze Werbung über Facebook und da bin ich gar kein Problem. E-Mail, da braucht es bei mir immer ein bisschen Geduld, weil ich nicht regelmäßig meine E-Mails abrufe. Aber ich denke, Facebook oder dann einfach telefonisch anrufen ist bestimmt der einfachste Weg, mich zu erreichen. Wenn ich dir jetzt einen Zauberstab gebe, was würdest du verändern wollen? Wenn ich einen Zauberstab hätte, also an dieser Frage, ja, da muss ich sehr viel überlegen, was würde ich gerne verändern. Ich würde gerne verändern, ich hätte gern, dass die Menschen viel liebevoller und ehrlicher mit sich umgehen, gegeneinander, miteinander. Also nicht gegeneinander, sondern miteinander. Also wirklich da ein Stück weit in so eine Herzöffnung gehen, ja. Und aber auch den Mut zu haben, wirklich Dinge auszusprechen und die Wahrheit zu sprechen. Ich denke, das ist so wichtig. Also das ist so, das würde ich mir wirklich wünschen. Danke dir. Es hackt manchmal hier unsere Verbindung, aber wir haben alles wunderbar gehört, was du gesagt hast. Und manchmal führst du ein, höchstwahrscheinlich hörst du mich auch so abgehackt. Möchtest du eine Botschaft?
Zuschauer und Zuhörer noch senden? Ja, also meine Botschaft so wäre, dass wir, das, da gibt es so einen schönen Spruch vom Pablo Coelho. Allerdings, ich kann ihn jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber ich kann den Sinn wiedergeben. Und meine Botschaft wäre, dass wir Menschen aufhören, irgendetwas sein zu wollen, sondern damit beginnen, alles, was wir nicht sind, von uns zu nehmen, um das sein zu können, was wir in Wirklichkeit auf unserer Seelenebene sind. Das wäre meine Botschaft. Danke dir, Alexandra. Ich bedanke mich, dass du da warst und dass wir dieses Interview führen durften. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir, Maria, dass du mich eingeladen hast und ja, wir bleiben im Gespräch. Dankeschön. Bitte.